Ja, guten Morgen. Hier ist wieder euer Tim von eurem Kanal Wettscheine, Top-Wettscheine. Und hier an der Stelle gibt es heute wieder einen aktuellen Tipp aus dem Wettanalyzer. Wie immer an der Stelle, ihr könnt den Wettanalyzer selber haben, selber bedienen. Klickt dazu auf den Link unter dem Video. So, ansonsten gucken wir uns heute mal so richtig an, was gibt es denn heute Geiles aus dem Wettanalyzer. Wir machen mal Spiele laden. Das, was wir immer machen an dieser Stelle. Viele von euch haben sich gemeldet und haben gesagt, Mensch, würden wir gerne haben, aber wir haben kein Microsoft Excel. Geht das auch mit OpenOffice oder geht das mit irgendwelchen anderen Programmen auf dem Handy? Nein, geht leider nicht. Aber die gute Nachricht ist, wir gucken hier mal rein in der Zeit. Wenn ihr mal googelt Microsoft Excel kaufen, dann kommen da echt richtig gute Angebote. Also MS Excel muss man heute nicht mehr für hunderte von Euro kaufen, sondern ihr seht hier gleich schon auf der rechten Seite der Shopping-Ergebnisse gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Microsoft Office sogar ganz billig zu erwerben. Ihr müsst hier auch keine aktuelle Version haben. Ich selber habe die 2013er, also auch schon ziemlich alt. Funktioniert aber wunderbar. Ja. Ihr könnt hier eine der aktuellen Lizenzen kaufen für ja, irgendwas zwischen 11, 12 bis 20, manchmal vielleicht maximal noch Excel Mac hier, 34 € oder so. Hier seht ihr sogar 9 € Vollversion. Ja. Also hier in Microsoft Office ist immer Excel dabei. Das ist tatsächlich kein Hinderungsgrund. Also nur mal so für euch. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr den Wettanalyzer so lange nutzen, wie ihr wollt. Dann gibt es da keine Beschränkungen mehr. So, okay, also so viel dazu. Wir gucken mal zurück in unseren Analyzer. Mittlerweile hat er alle Spiele geladen für den heutigen Tag. Es ist jetzt 8:10 Uhr am Samstagvormittag und wir gucken mal, was wir hier überhaupt so haben. Was ist denn hier eigentlich los? Wir haben hier verschiedene Länder. Das seht ihr an den Kürzeln, an den Länderzeichen. Japan und ganz viele andere, Finnland. Und da gibt es Norwegen. Hier sieht man an der Stelle Japan. Ja, also Korea. Es gibt natürlich auch alle deutsche Spiele, ist natürlich auch klar. Dann steht GER davor und hier kommen sie sozusagen auch schon. Ja, Chemnitz gegen Hansa Rostock. Wir gehen mal aufs Spiel analysieren und gucken, was uns der Wettanalyzer so auswirft. So. Er wirft uns aus, komplettes mögliches Endergebnis. Es ist eher wahrscheinlich, dass ein 1 zu 1 passiert oder als nächstes dann ein. Ne, hier haben wir es noch, ein 1 zu 0. Ein 1 zu 0 oder ein 1 zu 1. Der Analyzer sagt aber, ein 1 zu 1 ist am allerwahrscheinlichsten. Und wir gucken auf die Tippübersicht. Ja, also man könnte gut setzen, eine über 1,5 Wette und eine unter 3,5 Wette. Die beiden wären sehr wahrscheinlich. Das heißt also, es fallen zwei Tore oder drei Tore. Die beiden Varianten gibt es, dann hättet ihr beide gewonnen. Ja, wenn ihr das macht sozusagen. Ja, also ist tatsächlich gar nicht so doof. Wir gehen mal auf die zweite Seite, weil da seht ihr auch die entsprechenden Quoten. Ja, könnte man tatsächlich echt mit einer coolen Kombi-Wette verbinden. Also mit einer über 1,5er Wette, hier 72% und dann habt ihr noch eine unter 3,5er Wette, ist 74%, sogar noch höher, obwohl die Quote etwas geringer ist, aber spielt keine Rolle. Ihr könnt Folgendes machen, wenn ihr diesen Tipp und diesen Tipp auf einen Kombischein setzt, dann multiplizieren sich ja die Quoten miteinander. Und immerhin, dann können wir mal kurz rechnen, kein Problem, 1,38 mal, was haben wir auf der rechten Seite, 1,34, dann kommt immer noch keine Mörderquote raus von 3, irgendwas, aber immerhin eine 1,85, sage ich jetzt mal. Und das ist schon mal ziemlich geil. So, und also das halte ich für sehr wahrscheinlich tatsächlich. Wenn man hier ein 10er oder ein 100er oder was auch immer so euer Wettpensum ist und eure Quoten, euer Quotenpensum, ich halte es für relativ eine coole Sache, wenn man das hier setzt auf einen Kommischein, dass die beiden kommen, halte ich für sehr wahrscheinlich. So, okay, ja, also könnte man auf jeden Fall machen. Hier ist auch erwartete Anzahl an Toren sind 2, wer auf so eine Wette Bock hat. Das bestätigt allerdings nur nochmal das, was wir gerade gesagt hatten. Also eine über 1,5 Wette und eine unter 3,5 Wette. Dann sind diese beiden Toranzahlen hier 2 und 3, die hier am wahrscheinlichsten gelten, sind tatsächlich auch gut für unsere Wetten, die wir da eben gerade angesagt haben. Ja, ansonsten gibt es, wer eine doppelte Chance will, die besten Ergebnisse sind im Prinzip unentschieden. Oder Mannschaft 2 gewinnt, aber wäre ich vorsichtig. Also die beiden sind mir tatsächlich zu nah. Das würde ich nicht wetten.
Ich würde tatsächlich hier bei den Über- und Untertoren wetten bleiben. Ihr wisst, das ist auch einer unserer Favoriten. Und die Anzahl der Tore, das sind die, die tatsächlich am wahrscheinlichsten sind. Ja? Erwartete Anzahl der Tore, da kann man in der Regel immer noch mal eine dicke, fette Quote rausholen. Das hier sind wahrscheinlich noch mal so eine 2er bis 2,5er, 3er Quote. Und wenn ihr die beiden setzt, dann könnt ihr heute theoretisch euer Kapital mehr als verdoppeln, wahrscheinlich sogar verdreifachen, wenn ihr das untere setzt und das obere hier, die erwartete Anzahl der Tore. Also, bin gespannt. Bisher hat uns der Wettanalyzer ganz gute Dienste geleistet, das muss man echt sagen. Natürlich sind das hier nur mathematische Kennzahlen, die das Tool miteinander vergleicht, aber ist natürlich trotzdem eine ziemlich coole Sache und unterstützt enorm, wenn man sich gute Quoten für den aktuellen Tag raussuchen will. Ja, genau. Also, das ist soweit so gut. Ansonsten seht ihr für den heutigen Tag, kommt ihr noch viel Duisburg gegen Unterhaching, Jena, Kaiserslautern gegen München, Magdeburg und so weiter. Meppen, München gegen Ingolstadt. Also, da kommt heute hier noch einiges. Würzburger Kickers gegen Halleschau FC. Also, wenn ihr das haben wollt, den Analyzer und die ganzen anderen auch noch durchklicken und analysieren wollt, euch coole Quoten raussuchen wollt, dann, wie gesagt, mit dem Link unter dem Video könnt ihr den haben. Wenn euch Microsoft Excel fehlt, dann googelt es. Es gibt wirklich für einen 10er bis einen 20er. Mehr müsst ihr nicht ausgeben für die Software und dann könnt ihr das entsprechend nutzen. Also, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an info@wettscheine.net. Ansonsten, wie immer, 20% Rabattcode unter diesem Video. Viel Spaß und viel Erfolg. Ciao!